Liebe Leute, wir sind wieder bei Mainz 05 in der Karriere. Und irgendjemand ist hier nicht im Training. Ah, es ist Horace, weil er verletzt ist. Stimmt. Ja, wie lange ist er eigentlich verletzt? Das würde ich gerne noch wissen. Huch. Ja. Kriegen wir jetzt bestimmt in den E-Mails mitgeteilt. 3 Wochen. Aber er verbessert sich doch, oder? Oder ist das jetzt irgendwie, stagniert das auch? Nee, hat sich schon um 2 verbessert. Und wie gesagt, er ist 18, wobei Özdünal ist ja auch erst 22. Und wir haben ja auch noch einen Christodoulou, der ja ein großes Potenzial zeigt. Also was das angeht, sind wir, glaube ich, echt gut versorgt. Was wollte ich machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Ah ja, genau. Ich habe ja hier geändert, ne? Das globales Transfernetzwerk. Das globale Transfernetzwerk. Hab nochmal ein bisschen neue Sachen dazu gemacht. Hier zum Beispiel Weltklasse-Spieler, deren Verträge auslaufen. Da wäre ich nämlich gern informiert. Allmählich kommen wir in die Kategorie, wo wir uns das leisten können. Wir haben ja... Na gut, nicht so viel Geld. Aber trotzdem. Dann eben nur zum Angucken und denken, ach, den hätte ich gerne. Und auch noch nach einem Distanzschützen fürs zentrale Mittelfeld. Tatsächlich hätte ich da nämlich gerne sowas wie ein Latza. Das ist nämlich einfach krass. Und wenn wir das dann in unserem 4-1-4-1 mit einbauen können, dann geht das halt einfach ab. Hier ist schon jemand gefunden, Andrea Bertolacci. Wird jetzt mal gescoutet. Und gucken wir mal, ob der was für uns ist. Wir haben schon 6 Punkte Vorsprung auf unseren Verfolger. Auch wenn Schalke jetzt tatsächlich noch, sollten sie gewinnen, noch auf 3 Punkte ranrücken kann. Aber das ist ja sowas von Bums. Ah, Jugendscouts. Das gab es schon länger nicht mehr. Oh ja, ist auch der letzte jetzt. Mhm. Ladan Biskup. Hä? Das ist alles nicht so krass. Okay, ich nehme zurück. Und Teza ist richtig. Ist ein richtig krasser. Nee. Ah, nee. Ups. Albert Zimmermann. Daniel Kaiser. Bloß nicht zu deutsch die Namen, ne? Janik Krause. Gucke ich mir auch mal an. Herbert Weber. Klar. 16 Jahre alt und heißt Herbert. Das ist realistisch. Hier irgendwas. Bis jetzt noch nichts wirklich Überzeugendes. Und dabei bleibt es auch. So sieht's aus. Gut. Das heißt, wir können die Boys jetzt direkt wieder wegschicken. Schipp. Und zwar hätte ich doch gerne mal eine Abwehrkante aus... Na? Russland. Defensiv stark. Auf geht's. Du bringst mir eine Abwehrkante aus... Spanien. Gibt's selten. Aber wenn, dann ist das so im Sinne von Ramos oder Piqué. Also, kann man dann schon mal machen. Und wie wäre es denn mit einem Schweizer Angreifer? Oder nee, machen wir generell einfach einen Schweizer. So, hätten wir das nämlich auch gemacht. Sind die wieder unterwegs und wir haben jetzt noch... Ein Spiel gegen Werder Bremen. Oh yeah. Ach, das nervt das Axelos. Ach Quatsch, Torres nicht da ist. Ich glaube tatsächlich, allmählich können wir das Abschluss unter Druck für Diallo streichen. Der hat nämlich auch auf Kopfballpräzision schon 81. Und ja, wo ist denn Bremen gerade in der Tabelle? Oh.
Ja, für Bremen gerät gerade anscheinend nicht so viel zusammen. Dortmund kommt da unten halt auch einfach nicht weg. Was ist denn da los? Krass. Wie schlägt sich denn der HSV? Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Dafür muss ich ja jetzt leider in die zweite Liga gehen. Oh, St. Pauli ist vor Hamburg. Schön. Das ist schön. Und hier so. Okay. Ja, das hier darf ich dann auch nochmal demnächst wieder durcharbeiten. Hier kommt ja immer was Neues dazu. Aha. Das hier möchte ich nochmal ganz kurz sehen. Dein Vertrag läuft aus, ja? Ja, Torwart brauchen wir natürlich nicht. Kocke. Kocke. Wäre doch zum Beispiel was. Obwohl Abschluss. Ich weiß nicht. Krass. Hazard ist noch dabei. Und De Gea. Und er hat 92. Ich will jetzt nicht sagen, dass das zu viel ist, aber es ist zu viel. So. Jetzt. Werder Bremen. Freigabesumme für Bote Baku bezahlt. Kein Problem. Ansonsten wäre ich den, glaube ich, auch nicht losgeworden. Werder Bremen. Machen wir das in Rot. Ja, ich denke, wir werden es in Rot machen. Geht nicht wirklich anders. Moment, eine Sekunde. Ich habe keine Lust, das immer umzuändern. Und ich gucke mir jetzt auf jeden Fall vor den Kalender. Gnark, den Kalender an. Nicht, dass ich jetzt die A11 draufrennen lasse und. Aha. Aha. Also. Schonung für die A11. Ich möchte nur kurz das hier so ändern, dass Embolo dabei ist. Zap. So. Yep, das möchte ich so speichern. Dann auf geht's gegen Bremen. Okay. Embolo, raus mit dir. Für dich kommt Kotro. Ja, den haben wir nämlich schon länger nicht mehr dabei gehabt. Außerdem kommt er hier mit. Expositor hat sich um eins verbessert. Yay! Becker darf wieder spielen. Dann darf auch, warum nicht, Donati spielen. Geben wir Canales doch mal wieder ein bisschen Spielzeit, ha? Außerdem Lazza. Und du kannst auch ZM spielen, hoffe ich für dich. Kannst du nicht tatsächlich. Dann spielt Axelos ZM zusammen mit Latza. Öztunali, raus mit ihm. Für ihn kommt. Ja, ne? Wo ist denn hier unser zweiter Rechtsmittelfeld, Mensch? Ist irgendwie nicht so wirklich die. Ach so, da. Ja, kaputt. Wie mache ich denn das? So. Ja. Ich denke, das werde ich so machen. Hashini. Und ansonsten. Bell. Hack, Skovgaard, Diallo und Haki kommt nach links, weil ein Linksfuß ist so. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ja, das ist schon, das ist gut so. Ich denke nicht, dass ich Maffeo bringen werde, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ich brauche aber nicht Gibbama und Geis. So viel steht schon mal fest. Dann nehme ich lieber noch Öztunali mit. So. Feuer. Das ist jetzt echt so. Also das ist jetzt sehr B11-ig. Mal gucken, wie das so läuft. Kann ja nur interessant werden, ne? Werder Bremen an Spieltag 7.
Uhu. Und hoher Druck und offensiv und feuerfrei. Mit Becker und Axelus. Der ja wohl die perfekte Statur hat für einen zentralen Mittelfeldplatz. Latza. Cotro. Das ist schön gespielt. Und dann muss Canales zurücklegen auf Axelos, weil das hier wieder mal brutalst eng ist. Ja, das sollte natürlich nicht zu Canales. Aber gut, dann ist der Ball jetzt weg und wir dürfen hinterher. Ich krieg nicht Donati, jetzt habe ich ihn. Und schon ist der Ball auch zurückerobert. Donati geht mit nach vorne, ist anscheinend motiviert. Da ist Cotro. Und Canales mit. Ah! Schade. Maschini antizipiert und gibt den Ball auch direkt wieder ab. Sehr schön, danke dafür. Oh Gott, Hack. Das war gut. Augustinsson und Christodoulou bleibt hängen. Das ist okay. Ja. Stark von Skovgaard. Stark nachgehakt. Bis jetzt sieht das spielerisch durchaus ganz schön aus. Kann man sich echt angucken. Hashini verspringt der Ball dezent. Der ist aber technisch echt der Hammer, dieser Hashini. Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, das darf man pfeifen, bitte. Und Hashini bringt ihn rein. Ich frage es nur, zu wem? Wie wäre es mit Canales? Der kann nämlich alles, unter anderem auch Kopfbälle. Becker bleibt mit seinem Schüsschen hängen. Ja, und das ist mal wieder eine perfekte Klärungsaktion zu Kruse. Wo Donati zum Glück das Kopfballduell gewinnt. Ja, der Latza. Der will bestimmt auch jetzt was zeigen. Ah, schade, der Ball wird noch abgefälscht. Das Zuspiel da. Huh. Ach, und Cotro geht doch weg, richtig? Der wurde doch gekauft. Und wurde er nicht sogar von Bremen gekauft? Ich weiß es nicht mehr genau von wem. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Donati mit einem super Rückpass zu Delaney. Wow. Und der nutzt seine Chance zum Glück nicht. Ist natürlich immer die Kehrseite an so Experimenten. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, was das Ergebnis angeht. Jetzt Canales. Clever gespielt. Aber irgendwie hat Cotro das ein bisschen verrafft. Das ist echt sehr schade, weil daraus hätte echt was Gefährliches werden können. Hack jetzt auf der Seite, wo er nicht spielen sollte eigentlich. Boah, es ist offen. Ja, dann ist es halt auch kein Problem, da was einzuschieben. Ei, 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 ei. Nicht gut. Leider gar nicht gut. Am besten sofort antworten. Ach du Kacke. Spiel ihn halt noch besser in den Fuß des Gegners. Also Christodoulou ist, glaube ich, noch nicht Bundesliga-reif. Aber dadurch, dass Torres ausgefallen ist, muss halt... Also natürlich hätte Ostonali spielen können, aber es ist ja Champions League, wir müssen die ja schon. Ich bringe ihn einfach dann vielleicht für die zweite Halbzeit oder so. Das wird schon in Ordnung gehen. Ist aber auch sonst nicht so prickelnd, tatsächlich, unser Spiel bis jetzt. Da ist viel Luft nach oben. Aber wir haben ja Latza. Schade. Dafür, dass er in die Ecke gehen sollte, war der erstaunlich schlecht. Aber an sich war der Schuss... Es war ein guter Versuch. Sagen wir es mal so. Klar, Kruse setzt sich gegen den Einkauf größeren Hack durch.
Ja, und Bremen macht das halt leider einfach richtig stark. Merkt man, dass die ganz unten drin stehen. Nein. Und es gibt auch noch Abstoß. Ja, läuft super für uns. Was Nerviges immer. Vor allem, die sind doch im Tabellenkeller. Bei denen sollte eigentlich überhaupt nichts zusammenlaufen. Ja, okay. Das ist kein Foul. Becker ist stark. Axelos macht seinen Job auch echt gut. Ja. Canales. Bingo. Schön gemacht. Eigentlich ein sehr dankbarer Ball zu halten. Und ja, den muss er auch eigentlich haben. Der Pavlenka. Embolo freut sich draußen zusammen mit unserem Hein Jupkis. Ja, Ausgleich, hm? Nicht unbedingt unverdient, aber jetzt auch nicht zwingend notwendig. Obwohl wir schon, glaube ich, ein bisschen mehr Spielanteile haben. Aber es gibt sich nicht sehr viel. Das ist sehr ausgeglichen bis jetzt. Oh. Ja, toll. Wow. Das hat's ja gelohnt. Das war tatsächlich sein erstes Tor anscheinend. Im sechsten Spiel. Dann, good job. Skovgaard wirkt auch sehr routiniert da hinten. Bringt da schön viel Ruhe rein. Da ist wieder Sergio Canales. Und da ist wieder viel zu wenig Platz, um irgendwas auf die Kette zu kriegen. Marcelos bringt ihn sehr elegant am... Wow. Gegenspieler vorbei. Und muss jetzt den Ball zurückerobern. Das kann der natürlich nicht wirklich. Axelos ist mehr so der Ballverteiler, wie man gerade gesehen hat. Oh, Canales. Ah. Da oben, Achtung. Gut, Donati ist den Weg mitgelaufen. Cheryshev zum Glück nicht. Ah, es ist sehr viel Ball hin und her geschiebe. Es ist nicht schön anzusehen. Ziemlich ätzend, aber Bremen steht halt auch unfassbar defensiv. Canales rafft nicht, was ab ist. Was ab ist, genau. Was los geht, abgeht. Das kann kein Deutsch. Und dann gibt es einen Freistoß für Bremen. Was völlig in Ordnung ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir noch weniger. Wow. Wie kann der da im Ballbesitz bleiben? Nein, natürlich gibt es einen Einwurf für Bremen. Gotta love this game. Jawohl, Hashimi. Nochmal einen Angriff für uns vielleicht? Nope. Nochmal einen Angriff für uns vielleicht? Nope. So, und jetzt wird Christodoulou erlöst. Das ist ja, da kriegt man ja Augenkrebs. Das ist ja furchtbar. Spielt jetzt der Öztunali. Schauen, was jetzt die zweite Halbzeit bringt. Erstmal eine Balleroberung von Hashimi. Boah, die fast umgehend wieder weg ist. Och, Jungs. So überflüssige Ballverluste einfach. Bringt doch einfach mal die Pässe sauber an den Mann. Hack. Boah. Ich
glaube, Bremen erhöht ein bisschen den Druck. Dann eben hier lang. Eben da lang. Kodro. Oh. Schade. Sehr knapp. Aber guter Start in die zweite Halbzeit. Sehr passintensives Spiel tatsächlich. Ja, Canales. Kodro läuft mit. Nein, Pavlenka. Den hält er. Ach, veräppel mich doch nicht. Das kann der doch gar nicht. Den ersten lässt er durch und den hält er. Der geht ins Aus. Dauert nur Jahrzehnte. Das Finale kriegt den Ball wieder. Und da oben ist Hashini völlig frei. Oh mein Gott. Oh, es ist so gut. Dass er das kann. Das habe ich noch nicht mal gedrückt. Ja. Yeah. Gib alles, go off guard. Sehr gut. Kann alles. Donati. Hilft alles nichts. Kotro. Bargfrede macht richtig Betrieb da im Mittelfeld. Kodro allein auf weiter Flur setzt Hashini ein. Grausames Foul von Hashini. Was ist eigentlich mit Donatis Kopfballstärke passiert? War der nicht mal richtig kopfballstark? Das wird Ecke geben, ja. So ist es. Oh, Terry Chef hat sich ein bisschen angeknackst. Jo. Ja, was? Dann pflückt bei den halt easy aus der Luft. Shini wird da auch durchgenudelt einfach. Hat jetzt Platz und gibt Gas. Macht das super. Lazar. Mann. Irgendwie gelingt es mir noch nicht oder den Jungs noch nicht, das richtig auszuspielen. Könnte ein bisschen kaltschnäuziger sein. Ich werde gleich Kodro rausnehmen. Wie macht dieser Kruse das? WTF, du bist klein. Also nach meiner Ansicht habe ich den Gegner nicht wirklich getroffen. Aber gut, das weiß ich schon. Lazar! Und Pavlenka! Das gibt es doch nicht! So, Kodro, danke für gar nichts. Das war nicht gut. Dann wird jetzt mal Embolo kommen und... Dann machen wir das noch so. Gibt es jetzt noch mal ein bisschen A11-Power. Wer ist eigentlich immer dieser A11? War Dobby ein A11? Embolo! Embo! Habla! Pavlenka ist ein Gott. Ich finde es immer amüsant, wie Jungs mit kaum noch Ausdauer viel schneller sind als Jungs mit ganz viel Ausdauer. Gib mir Hashini. Ja, danke dafür. FIFA. Becker stark. Damit hat keiner gerechnet. Den kann er leider nicht sichern. Da. Aha. Embolo. Petzos hält einfach den Fuß rein und das reicht halt. Da
Wenn man das selbst macht, muss man noch 1000-mal Zweikampf drücken, damit man den Ball kommt. Boah. Ja, Sonali, du darfst dich bewegen. Ah, Hashini hätte fast wieder den Ball bekommen. Jetzt hat er ihn. Macht auch was ganz Gutes damit. Axelos! Und Pavlenka! Ja, wow. Und wieder Pavlenka. Also den kann man halten. Das ist okay. Aber irgendwann kann er auch mal gern wieder einen reinlassen. Ne? So ist es nicht. Axel, das gefällt mir richtig gut. Embo. Ich kann dieses Spiel einfach manchmal nicht ernst nehmen. Er kriegt einen Schuss ins Gesicht und klärt ihn so, dass Kruse völlig frei im Mittelfeld den Ball annehmen kann. Und dann dann ist es zum Glück abseits. Weil sonst wäre halt einfach ein Angriff draus geworden. Wo der Abwehrspieler den Ball in die Fresse bekommt. Und ihn perfekt verwerten kann. Mbolo. Perfekt gemacht, Ax. Das gibt's doch nicht! Und wieso kann dieser Axelos nicht einfach mal treffen? Das nervt. Ja, aber Vorlagen geben kann er. Oh, ist zu nah. Ja. Ein Gott auf der Linie. Man sollte ihn Kahn nennen. Hack! Da ist er schon wieder. Also wenn der keine 10-0 bekommt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich nicht, was für eine 10-0 reicht. Das ist unrealistisch gut, was der da hält. Geist steht halt nur daneben und guckt sich das alles an. Was? Du dämliches Mistspiel. Unfassbar. Ist das unverdient. Er kann den Ball so einfach haben, der Hack. Er muss einfach nur den Fuß ausstrecken. Aber nö, nö. Macht er nicht. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass ich dieses Spiel nicht ernst nehmen kann. Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Endgültig. Hau ihn doch einfach rein jetzt. Und natürlich prallt er so perfekt ab. Ja, genau. Toll. Skovgaard. Ja, das war's. Das wird nichts mehr. Es gibt Abstoß. Ist klar. Embolo hat sich auch noch wehgetan bei der Geschichte. Oh Mann. Perfekt so gespielt, dass keiner drankommen kann. Dann bleibt mir noch eins zu tun. Ja. Verdienter Sieg für Werder Bremen auf jeden Fall. Krass. Wie man sieht, war Bremen auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Das ist schon echt in Ordnung so. Und er hat ein 7-0. Ach, nett mich doch spielen. Ganz im Ernst. Das ist. Nee. Nee, ich muss mich jetzt gerade zusammenreißen, dass ich hier nicht anfange rumzufluchen und rumzuschreien. So. Zum Glück spielen wir Champions League gleich. Es wird bestimmt besser. Danke fürs Zuschauen. Ihr habt gesehen, wie Werder Bremen den besten Fußball spielt und absolut verdient den Sieg davon trägt. Und ja. Ja. Wir sehen uns dann gleich bei der Champions League wieder. Ich könnte kotzen.